Wie entsteht eigentlich so ein beliebtes Holzkreuz? Es ist auf jeden Fall ein Prozess, der über mehrere Monate geht und sehr viel Geduld und Handarbeit braucht. Wir sind hier jetzt im Wald, wo das Holz herkommt, von dem Kreuz. Weil ich gehe alle Jahre die Bäume aussuchen. Ich muss einen Baum haben, der gerade gewachsen ist. Ich muss einen Baum haben, der sehr einen grossen Durchmesser hat. Ich muss einen Baum haben, der auch gesund ist. Und ich muss einen Baum haben, der mir wenig Spannung drin hat. Normal wird ja ein Holz für die Verarbeitung in der Länge, so wie er jetzt hier liegt, wird in der Sägerei aufgesagt. Und wir machen genau das Gegenteil, wir machen die Scheiben im Prinzip. Ich muss von Anfang an die Holzfeuchte im Auge behalten. Im Prinzip weiss ich jetzt, wenn ein Baum umgetan ist, dass er etwa so 30-40% Wassergehalt hat. Er kommt in die Sägerei. Dann trocknet es dann schon mal ab, wenn es mal aufgesagt ist. Und dann in der Sägerei selber kommt das nachher in eine Kammer rein. Das wird künstlich abgetrocknet. Und das ist ein Prozess von etwa 3-4 Wochen, weil das muss sehr langsam gehen. Sonst kommt das Holz einen Schock über und dann haben wir gerade wieder Riss drin. Ja, die Schwierigkeit ist durch das, dass der Baum so um ihn aufgeschnitten ist, wie man es eigentlich nicht macht, dass das Holz viel mehr Riss hat wie sonst. Und wir so viel mehr Abfall haben. Also wir haben jetzt bei einer Scheibe haben wir fast 50% Abfall. Pro Scheibe können wir wahrscheinlich etwa 3 über. Und durch das braucht man fast einen ganzen Baum für die Kreuze.